Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Detroit Become Human. Nach den Geschehnissen heute steht das Land vor einem Bürgerkrieg. Die Maschinen erheben sich gegen ihre Meister. Die Menschen haben keine Wahl, als sie zu zerstören. Ich habe bei Kamsky nichts erfahren. Ich dachte, RA9 wäre der Schlüssel zu allem, aber ich lag falsch. Hat Kamsky diesen Ort erschaffen? Er erschuf die erste Version, seitdem wurde sie erheblich verbessert. Warum fragst du? Warum hat Kamsky Cyberlife verlassen? Was ist passiert? Das ist lange her, Connor. Es betrifft deine Untersuchung nicht. Da war ein Foto von Amanda bei Kamsky zu Hause. Sie war seine Lehrerin. Ich erwarte von dir, dass du Antworten findest, Connor. Und dass du keine Fragen stellst. Hast du in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches erlebt? Zweifel oder Konflikte? Empfindest du etwas für diese Abweichler? Oder für Lieutenant Anderson? Ich weiß nicht, worauf sie hinaus wollen. Ich fühle gar nichts. Das wissen sie. Wollen sie etwa andeuten, dass ich gefährdet bin? Nein. Nein, natürlich nicht. Ihr seid raus. Das FBI übernimmt. Was? Aber wir sind an was dran. Wir brauchen nur mehr Zeit, Hank, ich bin sicher. Du kapierst es nicht. Das ist keine normale Untersuchung mehr, das ist ein scheiß Bürgerkrieg. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Scheiße, du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen, wir sind so nah dran. Ich dachte, du kannst Androiden nicht ausstehen. Himmel, Hank, entscheid dich mal. Ich dachte, du wärst froh darüber. Wir knacken diesen Fall. Wir sind schon ganz kurz davor. Verdammt, Jeffrey, kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Ich kann nichts für dich tun. Du bist wieder beim Mord. Und der Android geht zurück ans Cyberlife. Tut mir leid, Hank. Es ist vorbei. Wir hätten den Fall lösen können. Wir hätten nur mehr Zeit gebraucht. Du gehst also zurück zu Cyberlife? Ich habe keine Wahl. Man wird mich deaktivieren und mein Versagen analysieren. Was, wenn wir auf der falschen Seite sind, Connor? Was, wenn wir gegen Menschen kämpfen, die bloß frei sein wollen? Das sind keine Menschen, Lieutenant. Das sind defekte Maschinen. Das sind keine Menschen. Das sagen wir immer, wenn wir jemanden unterdrücken wollen. Als ich an diesem Dach gehangen habe bei der Farm,
hast du den Abweichler laufen lassen, um mir zu helfen. Mein Leben war dir wichtiger. Wichtiger als die Mission. Du hattest Mitgefühl, Connor. Und Mitgefühl ist eine menschliche Emotion. Ich bin kein Abweichler, Hank. Ich bin eine Maschine. Mehr nicht. Na, sieh mal an, da kommt Perkins, das blöde Arschloch. Sie verschwenden keine Zeit beim FBI. Wir können nicht aufgeben. Die Antwort liegt irgendwo in den gesammelten Beweisen. Wenn Perkins sie mitnimmt, ist es vorbei. Wir können nichts tun. Du hast Fowler gehört. Wir sind raus. Sie müssen mir helfen, Lieutenant. Ich brauche mehr Zeit, um in unseren Beweisen einen Hinweis zu finden. Ich weiß, dass die Lösung vor uns liegt. Vielleicht verdienen die Abweichler eine Chance. Vielleicht ist es besser, du findest sie nicht. Was hier passiert, ist zu wichtig, um von einer Maschine durchkreuzt zu werden. Tut mir leid, Connor. Aber ich werde dir nicht helfen. Wow! Wow! Geh in die erste Wartenkammer. Sorge für Ablenkung. Wie denn? Wie denn? Wo ist die Kammer? Was muss ich tun? Hier ist irgendwas. Wir haben nur 2 Minuten. Oh, lol. Ich checke das. Ich checke dies. Ablenkung. Ich habe Befehle. Weißt du? Okay. Nimm den Schlüssel. Alles klar, ich habe ihn. Okay, ihr macht das schon, ne? Wo ist der Schlüssel? Hier. Okay. Geht's hier lang? Ja. Wir haben 2 Minuten. Hey, Connor. Ich rede mit dir, Arschloch. Wo willst du hin? Wir brauchen hier keine Plastik-Arschlöcher. Hat dir das keiner gesagt? Ich wurde von diesem Fall abgezogen. Ich werde noch die gesammelten Beweise erfassen und dann mache ich mich auf den Weg. Gut. Sei unterwegs vorsichtig. Androiden sind heutzutage so ungemein feuergefährdet. Hanks Passwort. Was würde sich ein knallharter, exzentrischer Polizist aussuchen? Na? Natürlich. Es war scheiß Passwort. Wo ist Jericho? Die Antwort ist hier irgendwo. Die Zeit läuft. Ich muss schnell sein. Okay, das ist weird. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben
Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Marcus, wo versteckst du dich? Okay, wie finden wir das denn jetzt raus, Mann? Messer, nein, hier nicht. Hier, die haben damit auch nichts zu tun, so richtig. Ah, hier sind nicht alle Sachen drin, krass. Wer war das nochmal? Nee, das war der andere Dude. Fuck! Okay, ich hab keine Ahnung. Hier. Irgendwas. Das hier. Das kann ich nicht angucken. Lolo. Ich kann nicht mehr untersuchen hier? Warum bin ich hier? Der Android, der seinen Besitzer ermordete. Einer der Abweichler, die mit Marcus den TV-Sender gehackt haben. Er muss das Versteck der Abweichler gekannt haben. Was brauche ich? Was? Ich, oh Gott. Ich habe aus Versehen. Ich habe gar nicht gesehen, was da stand. Drei irgendwas erforderlich. What? 39839 oder so. Hallo, Entschuldigung. Der Abweichler, der das Kind als Geisel nahm. Ja, 983. Da ist es. Warum? Hallo? Ich brauch das. Okay, warum? Verstehe ich das hier nicht? Einsetzen. Fuck my life. Okay, das ist weird. 983. Erforderlich. Fuck! Wie viel Zeit ist noch? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Hier gibt es nichts mehr, was wir nehmen könnten, richtig? Nein. Super wenig Beweise gesammelt anscheinend. Fuck! Weil ich eine Hand halte. Ich muss es zurücklegen, in den Typ hier rein. Wieder einsetzen. Okay. Und dann kann ich es da hinten rausnehmen, oder was? 3, 9, 8, 4, 3, 3. Okay, ist es da drin? Bitte, 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 bitte. Ja. Das war doch das, oder? Ich weiß es nicht. Es ist dunkel. Mo. Wo bin ich? Ich habe dich reaktiviert, damit du mir hilfst. Ich muss Jericho finden. Ich kann deine Stimme nicht erkennen. Du bist keiner von uns. Ich verrate dir nicht, wo Jericho ist. Jetzt lass mich in Ruhe. Versuche ihn auszutricksen. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Wer ist da? Wer bist du? Es ist alles in Ordnung. Keine Sorge. Marcus? Bist du das? Ich wollte zu dir. Der Abweichlerjäger hat mich gestoppt. Dank dir hat er mich nicht gefunden. Du hast mich gerettet. Du hast Jericho gerettet. Jetzt wird alles gut. Ich werde dich nach Hause holen. Sag mir, wo ich Jericho finde. Wir müssen los. Wo du Jericho findest? Ja. Ja, natürlich.
Marcus? Ist das du, Marcus? Verlass mich nicht, Marcus! Was ist denn passiert? Hier hat wohl jemand rumgeschnüffelt. Scheiße. Drück den Alarm, schnell! Okay, das war ein bisschen. Das war. Weiß nicht, war das knapp? Guck mal, da guck dir mal den Baum an. Guck dir mal den Baum an, Leute. Leute! Oh mein Gott, so einfach. Naja, ja, war jetzt nicht so schwer. Aber die Übersicht war so ein bisschen so eine Sache. Und immer wenn die Zeit läuft, denke ich. In vorherigen Szenen gestorben. Körper von Carlos. Guck mal hier. Hier kommt halt alles zusammen, ne? Je nachdem, was man gemacht hat und was passiert ist, kommen hier halt Sachen zusammen. Wie gut ist das? Marcus imitieren. Weil wir die Übertragung haben. Weil wir sie angeguckt haben, ne? Körper des Stratford-Androiden. Lol. Was hier alles geht alleine, es ist schon ein bisschen sick. Hier wäre auch schon Ende gewesen, wenn wir nicht reingekommen wären, oder was? Okay. 26% haben Keller verlassen gemacht. 93% finden hier Jericho. Das heißt, nur 7% kommen hierhin. Aber, warte mal. 26% verlassen den Keller und die anderen haben es nicht in der richtigen Zeit geschafft, oder was? Und dann gibt es zwei verschiedene Enden. What? Und ich hab's aber, weil ich es in der Zeit geschafft habe, oder was? Konnte ich rausgehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder? I don't know, aber ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge. YouTubes, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und so. Tschüss.